Ja, Sie haben das jetzt mitbeobachtet als einer der Mitinitiatoren. Sind Sie denn zufrieden mit dem, was heute so gelaufen ist, mit den Diskussionen? Ist es so gelaufen, wie Sie erwartet haben, Herr Ziegel? Es gibt natürlich immer Überraschungen. Vielleicht zu den letzten drei Punkten, die gerade aufgetaucht sind, die Sie auch nochmal zusammengefasst haben mit Multiplikatoren, Öffentlichkeit herstellen und fokussieren. Ein Punkt wollte ich hinzufügen zur Öffentlichkeit herstellen. Das kann natürlich das Forum nicht alleine, sondern dafür sitzen Sie hier auch, die in das Forum hineinblicken und die das als Multiplikatoren dann mit in die Hochschulen hineinnehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zusatzaspekt, den ich zu diesen drei Aspekten noch hinzufügen möchte. Das andere, was ich bin ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Sie haben heute Morgen ganz am Anfang, haben Sie gesagt, ein Ziel wäre zu verstehen, was dieser Digital Turn eigentlich ist. Ja. Ich bin ein bisschen ins Nachdenken gekommen, ob der Turn eigentlich das richtige Bild ist. Ich habe nachgedacht bei den vielen Dingen, die wir diskutiert haben, über die Frage, wie läuft eigentlich so ein Innovationsprozess ab? Und ein Innovationsprozess bedeutet eigentlich immer, dass es Vorreiter gibt. Ja, es gibt Pioniere, es gibt diese 70, von denen gerade gesprochen wurde. Ich weiß nicht, wie viele sind, die das in die Hand nehmen und vorausdenken. Und damit dann aber eine Innovation weiterträgt, gibt es dann eine breite Bewegung, in der dann viele nachfolgen, viele das kopieren. Und gleichzeitig gibt es wieder die neuen Innovatoren. Also es gibt nicht den einen Turn sozusagen. Deswegen ist es eigentlich eine Spirale. Also ich habe schon über die Helix nachgedacht. Helix, wenn die Europäische Kommission das nicht schon alles verbrannt hätte, den Helix-Begriff, dann hätten wir den fast nehmen können. Aber es ist so eine Spirale. Und ich glaube, deswegen bin ich eigentlich auch ganz zufrieden damit, wie es heute gelaufen ist. Das Forum positioniert sich an dieser Schnittstelle zwischen diesen Pionieren und dem Neuen und dem Pilotprojekt und dem in die Breite tragen. Und da kommen die ganzen Themen, die wir jetzt auch gerade hier wieder diskutiert haben, die Strategiefrage, ja, Verankerung in Strategien, da wollte ich noch was beitragen, was ich heute gelernt oder gesehen habe in den... Wobei das ja gar nicht so unumstritten war. Es gibt ja auch einige, die sagen, wir wollen das gar nicht. Nein, eigentlich wollen alle das Gleiche. Also es geht doch darum, es wollen doch alle, dass man ein Ziel hat, ja, dass man das auf irgendwas ausrichtet, in eine Richtung bringt. Und manche nennen Strategie und andere nicht. Und, ja, oder manche sagen, es hängt drüber oder andere sagen, es hängt drunter. Ein gutes Beispiel war, Herr Kerres hat vorhin gesagt in der Arbeitsgruppe, ich komme aus Duisburg-Essen, hat er gesagt. Und in Duisburg-Essen ist eines unserer Profilelemente Diversity. Ja, und natürlich muss sich jetzt Digitalisierung dieser Idee unterordnen. Also die Frage, die man sich strategisch stellen muss, was kann Digitalisierung in dem Kontext Diversity beitragen? Und so verknüpft sich das. Ja, deswegen hat auch Herr Krausch recht, wenn er sagt, ich brauche jetzt nicht eine eigene Extra-Strategie. Das ist natürlich verbunden mit dem, was man ansonsten strategisch in der Entwicklung macht. Das war übrigens auch ein Punkt, den ich heute nochmal mitgenommen habe an vielen Stellen. Ist dieses Thema Digitalisierung in der Lehre ein Teilthema von überhaupt der Bedeutung von Lehre? Also im Grunde haben wir heute eine Konferenz gehabt zum Thema Digitalisierung der Lehre, aber noch grundsätzlicher eigentlich zum Stellenwert von Lehre allgemein. Zum Stellenwert von, genau, und auch zum gleichen Stellenwert zur Forschung. Das kam ja auch mehrmals mit den interessanten Ideen aus Mainz. Was übrigens auch so ein Effekt ist, so eine Tagung, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber mir geht das manchmal so, ich nehme aus Tagungen oft auch was ganz, ganz Kleines mit. Also wenn es nur die Idee der Uni Mainz ist, eben auch Lehrfreisemester zu schaffen, dann ist das schon was man mitnehmen kann und was einen weiterbringt. Sie wissen, wir haben vorher die Frage vereinbart, gibt es auch trotzdem so eine Art Kernbotschaft, die eine große Botschaft, Sie haben jetzt die kleine genannt, die große Botschaft von heute? Naja, wie gesagt, diese große Botschaft ist in dieser Aufwärtsspirale. Also, dass der Begriff nicht der richtige ist. Da jetzt die nächste Stufe zu zünden und den Schritt immer weiter zu gehen. Und da auch das Forum zu nutzen als so ein Transformationsmechanismus, der das schneller ablaufen lässt und der auch dafür sorgt, dass nicht das passiert ist, was vor 15 Jahren passiert ist mit dem Versacken in Insellösungen. Sie haben jetzt schon so ein bisschen den Blick auch nach vorne gerichtet, nochmal explizit nachgefragt. Es sind jetzt hier Erwartungen genannt worden, wie es mit dem Hochschulforum weitergehen kann.
es gibt ja auch schon ganz konkrete Pläne, wie in der zweiten Halbzeit des Hochschulforums, was da passieren soll. Erzählen Sie mal ein bisschen dazu. Also einerseits setzen natürlich diese Themengruppen, die Sie jetzt kennengelernt haben, ihre Aufgaben fort. Da sind ja auch weitere Schritte definiert. Wenn es in der einen Themengruppe jetzt erst um die Prüfungsszenarien ging, dann geht es jetzt im nächsten Schritt um Lernszenarien und so weiter. Da gibt es so ein paar Themen auf der Agenda, die wir noch abarbeiten wollen. Eins haben wir vor im nächsten Jahr, das passt, glaube ich, auch gut zu dem, was gerade gesagt wurde. Wir wollen mit Veranstaltungen, Diskussionen, Workshops auch in die Fläche gehen, auch nicht immer alles in Berlin machen, sondern auch an andere, an abgelegenere Orte und versuchen da den Kontakt und dieses Herstellen von Öffentlichkeit und Diskussion anzugehen. Und dann gibt es auch noch, Sie haben in den Unterlagen, haben Sie so ein Safe. Es werden alle diejenigen, die Sie anrufen und sagen, wir wollen bei Ihnen eine Veranstaltung machen, denken Sie, sei ein abgelegener Ort, Herr Ziegele. Also egal, welche Orte. Außer Berlin ist ja alles abgelegen. Auch Gütersloh ist übrigens sehr, sehr abgelegen. Also insofern kann ich gut von abgelegenen Orten sprechen. Also auf jeden Fall in die Fläche gehen. Genau, und nicht vergessen die Abschlusstagung. Da gibt es ein Save the Date in Ihren Unterlagen. Ich habe es hier, Moment, ich kann es nicht auswendig. 1. Dezember 2016 findet das Ganze einen Zwischenabschluss. Aber natürlich ist die Wirkung dann nicht zu Ende. Was heißt das immer mit dem Zwischenabschluss? Das höre ich jetzt öfter. Gibt es Überlegungen, dass eventuell darüber hinaus? Nein, es gibt keine Überlegungen. Das soll nur heißen, das Thema ist ja damit nicht erledigt, sondern wir haben da nur eine Etappe begleitet. Das Projekt ist erledigt sozusagen. Das Projekt ist erledigt, aber es muss natürlich weitergehen. Gerade weil es eben kein Digital Turn vielleicht ist, sondern eben eine Helix oder Spirale, wie auch immer. Es muss weitergehen. Ganz herzlichen Dank, Herr Ziegele, für auch dieses Fazit. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen.